Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei Tagesschau 24. Auf der Klimakonferenz in Glasgow haben sich die mehr als 200 Teilnehmerstaaten auf eine gemeinsame Abschlusserklärung geeinigt. Das Treffen war bereits in die Verlängerung gegangen. Am Abend verkündete die Präsidentschaft einen Kompromiss beim umstrittenen Thema Kohleausstieg. Kontroversen hatte es auch beim Thema Klimahilfen für ärmere Staaten gegeben. Über die Abschlusserklärung der Klimakonferenz in Glasgow spreche ich jetzt mit Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion. Es gibt also eine Einigung. Wie genau sieht sie denn aus? Oh, sie ist sehr umfassend und vielfältig. Tatsächlich ist beim Thema Kohle am Ende es noch mal zu einem richtigen Showdown gekommen. Es ist die erste Erklärung, in der Kohle, auch Öl und Gas, die Subventionen dafür, in einer Abschlusserklärung wirklich als Ursache des Problems benannt worden sind. Bislang hat man viel über Klimawandel geschrieben, man hat aber nie in einer solchen Erklärung genau gesagt, woran es liegt. Es liegt an der Verbrennung fossiler Rohstoffe, die die Natur in Jahrmillionen eingelagert hat, die wir in wenigen Jahrzehnten rauslassen. Das ist zum ersten Mal in einer solchen Erklärung reflektiert. Der Showdown am Ende war mit Indien, mit Unterstützung von China allerdings. Indien wollte, dass da nicht steht, dass man das Auslaufen der Kohle als Ziel hat bei seinen Bemühungen, sondern das Herunterfahren von Kohle. Und das ist am Ende so gekommen, dass die anderen Staaten dem zugestimmt haben, um des Kompromisses willen und um das Wort Kohle in einer Erklärung endlich mal stehen zu haben. Wurde auf den letzten Metern also nur um die Kohle gerungen oder gab es auch andere Punkte? Also es ging um die Kohle auf den letzten Metern. Das war in der Tat das Problem. Es hat auch viel damit zu tun, dass der britische Premier Boris Johnson ja diesen Gipfel von Anfang an zum Anfang des Endes für die Kohle machen wollte. Das war sein Satz und der sollte natürlich auch verwirklicht werden. Aber auch die Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat hier gleich im Anschluss gesagt, das ist für sie historisch, dass hier der Kohleausstieg sozusagen weltweit thematisiert. Es ist ein politischer Appell. Es ist kein Beschluss, der die Staaten zwingt, jetzt sofort aus Kohle auszusteigen. Es ist ein Appell, schneller als bisher vorgesehen, diese Energieform speziell zu beenden und auch die Subventionen für Öl und Gas herunterzufahren. Es gab Streit auch um andere Punkte. Natürlich, es gab Streit um die Frage, kann man hier direkt Bezug nehmen auf das 1,5-Grad-Limit, damit die Anstrengungen verstärkt werden müssen. China wollte lange, dass man die eher blumige Formulierung wählt, gut unter 2 Grad. Das ist deutlich schwächer. Das konnte aber abgebogen werden. Es ist nach wie vor eine Referenz drin auf dieses 1,5-Grad-Limit und auch der Satz, dass alle zugestehen, dass das bedeutet, dass man bis 2030 eigentlich die Emissionen an Kohlendioxid um 45% reduzieren muss. Das ist weit von dem entfernt, was tatsächlich getan wird. Aber hier ist das festgehalten und es wird in den nächsten Jahren erhebliche politische Wirkung entfalten können. Klimaschützer haben ja schon kritisiert, dass die reichen Länder, also USA, EU und Großbritannien, die ärmeren Länder im Stich lassen würden. Ist diese Kritik berechtigt? Ja, sie ist berechtigt und die Entwicklungsländer haben auch nur zähneknirschend zugestimmt. Das ist in vielen Statements deutlich geworden. Zum einen haben die reichen Länder ja versprochen, dass schon ab 2020 $100 Milliarden pro Jahr mobilisiert werden für den Klimaschutz in ärmeren Staaten und die Anpassung. Das ist nicht erfüllt worden und deswegen gab es ziemlich viele Probleme auch. Außerdem ist der zweite Punkt, dass man keinen klaren Beschluss gefasst hat, wie es nach 2025 mit den Hilfen weitergeht. Die werden aufgestockt wohl, aber es ist jetzt noch nicht beschlossen. Und das dritte ist, die Entwicklungsländer wollten vor allen Dingen hier einen dicken Fuß in die Tür haben bei dem Thema Schäden und Verluste. Wir haben das im Ahrtal jetzt zum Beispiel erlebt. 23 Milliarden kostet das dort, was an Schäden entstanden ist. Viele kleine Staaten sind maßlos überfordert mit den Desasterschäden, den Unwetterschäden. Und sie wollen, dass die Verursacher des Klimawandels, die reichen Staaten, dafür mit in die Pflicht genommen werden. Aber dagegen wehren sie sich. Dass nicht nur die Amerikaner, auch die Europäer wollen da keine zusätzliche Kasse aufmachen. Man hat jetzt nur einen ganz kleinen Einstieg in dieses Thema gefunden. Und das war für die Entwicklungsländer sehr frustrierend. Wie beurteilen Sie denn die Rolle Deutschlands bei der Konferenz?
Also Deutschland spielt traditionell bei Klimakonferenzen eine große Rolle, hat auch hier engagiert verhandelt, da bin ich mir sehr sicher, weil die Verhandler wichtige Menschen sind und die schon lange in diesem Geschäft sind und sehr erfahren und gute Kontakte haben. Deutschland verhandelt nicht alleine, es verhandelt im Rahmen der EU. Da spielt man auch ein bisschen Ping-Pong und arbeitet mit unterschiedlichen Partnern zusammen. Aber ich würde schon denken, dass Deutschland hier eine wichtige Rolle gespielt hat, auch mit der deutschen Politik. Wir haben ein Klimaschutzgesetz, das 65% weniger CO2 bis 2030 vorsieht. Und das ist ein ziemliches Pfund. Das hat nämlich international so niemand. Also auch da, denke ich, ist die deutsche Rolle schon gut gewesen. Ob sie so führend war wie bei früheren Konferenzen, das kann man vielleicht in Frage stellen, aber sie war eine führende. Jetzt, wo die Abschlusserklärung feststeht und auch unterzeichnet ist oder zeitnah unterzeichnet wird, wer prüft denn jetzt die Einhaltung dieser Appelle? Gibt es da irgendwelche Sanktionsmöglichkeiten untereinander? Wie ist die Praxis dann? Also für das Paris-Abkommen und die nationalen Selbstverpflichtungen, die die Staaten da hinterlegen, gibt es jetzt ein Rulebook, ein Regelwerk. Also da kann man das machen, ja, in der Tat. Und auch das ist neu, das ist hier zustande gekommen. Noch haben ein Viertel der Staaten gar keine erneuten nationalen Selbstverpflichtungen eingereicht. Die werden aber jetzt auch aufgefordert, das bis nächstes Jahr zu tun. Die ungenügende Ziele formuliert haben, das geht vor allen Dingen Richtung China und Indien, die werden nächstes Jahr auch nachbessern müssen. Auch das ein Ergebnis von Glasgow und ein sehr drastischer Appell. In 5 Jahren werden alle sowieso nachbessern müssen. Also da ist das Regelwerk und die Messbarkeit und die Überprüfbarkeit da. Bei allem anderen, bei den langfristigen Zielen, also wir werden alle klimaneutral Mitte des Jahrhunderts, bei all den Initiativen, Methanausstieg, Ausstieg aus Kohle, also der freiwilligen Vereinbarung darüber zwischen Staaten und vielen anderen, da ist die Überprüfbarkeit viel weniger gegeben. Alles, was unter Paris stattfindet, was wirklich hier hinterlegt ist, das ist überprüfbar. Wäre es also vermessen zu behaupten, dass die Ergebnisse von Glasgow aufgrund des Appellcharakters nur ein zahnloser Papiertiger sind? Oder ist da schon ein bisschen mehr dabei? Ja, das ist mehr. Das ist deutlich mehr, weil diese Konferenzen über die Zeit eine enorme Wirkung entfaltet haben. Das wird auch Glasgow tun. Es ist nur ein Appell, es ist zu teilen nur ein politischer Beschluss. Aber seit Paris ist die Entwicklung eindeutig. Es geht raus aus der Kohle, egal wie das in Worte gefasst wird, und Richtung Klimaneutralität. Und das gibt sehr klare Signale an die Wirtschaft. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass das ab hier auch wahrscheinlich nicht mehr umdrehbar sein wird. Und die Wirtschaft damit das klare Signal hat, mit Kohlekraftwerken kann man nicht mehr kalkulieren. Das ist wirtschaftlich auch gar nicht mehr sinnvoll, weil die Laufzeiten zu kurz sein werden. Und das kann sehr viel Macht entfalten. Auch Finanzinstitute haben hier gesagt, das sind für uns Stranded Assets, also verlorene Investitionen, die wir dann da machen würden. Und in Zukunft werden die sicher sehr viel stärker auf erneuerbare Energien setzen. Da liegen eben die Geschäftsmodelle der Zukunft. Da ist eine Umorientierung in der Wirtschaft. Und das ist, glaube ich, ganz zentral, weil in dem Moment, wo die Wirtschaft stark mitzieht, wird es für die Politik viel leichter, auch vor Ort umzusetzen, was sie da hier beschlossen haben, hier und in anderen Konferenzen vorher. Also ich würde eher den großen Zug sehen und die große Entwicklung als das Ergebnis nur dieser Konferenz. Im Rahmen des journalistisch Möglichen klingen Sie relativ euphorisch, wenn ich das so sagen darf. Hat denn die internationale Staatengemeinschaft diese womöglich letzte Chance zur Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles effizient genutzt? Nein, das hat sie nicht. Also wenn man das misst an den Erfordernissen der Wissenschaft draußen, dann ist das völlig ungenügend. Es wird im allergünstigsten Fall, haben Analysten berechnet, irgendwie bei 1,8 Grad wohl enden können nach derzeitigen Daten. Viel wahrscheinlicher ist es, dass es deutlich über 2 Grad sind. Noch wird ja nachgeschärft werden in den nächsten Jahren. Also man darf da noch ein bisschen Hoffnung haben. Aber 1,5 ist nicht in Reichweite. Das würde ich auch sagen. Euphorisch würde ich das nicht bezeichnen, aber in einer Hinsicht optimistisch, nämlich, dass sich das Tempo beim Klimaschutz wahrscheinlich in den nächsten Jahren deutlich beschleunigen wird. Und das ist die gute Botschaft von hier. Wie gesagt, misst man es an den Erfordernissen, die Wissenschaft formuliert, an den Forderungen der Demonstranten draußen, dann ist jede Klimakonferenz eine gescheiterte. Sie kann die Erwartungen gar nicht erfüllen, weil hier 197 Staaten einstimmig, also ohne Widerspruch zumindest, etwas beschließen müssen.
drastischen Klimaschutz können nur die zu Hause machen, die das wirklich wollen. Und da müssen Demonstranten auf die Straßen gehen. Da kann man sehr viel bewegen. Das könnte ein schöner Schlusssatz sein, wenn ich nicht noch eine Frage hätte. Sie sind ja vor Ort. Gerne. Wie ist denn jetzt die Stimmung unter den Delegationen nach all dem harten Ringen, nach dem Gegeneinander, jetzt dann doch das Miteinander? Gibt es eine Art Geist von Glasgow? Es gibt immer einen Geist nach der Klimakonferenz. Das hat sich auch so ausgedrückt, dass Alok Sharma, der Konferenzpräsident, hier wirklich buchstäblich Tränen in den Augen hatte. Das fasst die Menschen schon an. Die sind hier, die Unterhändler und Delegierten, die sind hier 2 Wochen lang gewesen, haben teilweise sehr wenig geschlafen und haben versucht, etwas zustande zu bringen, was, wie gesagt, eigentlich unmöglich ist, nämlich 197 legitime Interessen von Staaten doch unter ein Dach zu bringen und dabei noch einen Fortschritt, wenn auch einen kleinen, zu erreichen. Und das fasst sich schon an. Insofern ist das immer eine extrem große Erleichterung, die man da spürt. Auch eine gewisse Freude. Wenn die nach Hause fahren, wird sie alle der Blues überfallen und sie merken wieder, ja, gemessen an den Erfordernissen draußen reicht das alles nicht. Aber sie wissen vermutlich, dass sie getan haben, was sie tun konnten. Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion. Vielen Dank für Ihre Einschätzung zur Abschlusserklärung der Klimakonferenz in Glasgow. Gerne. Schauen wir noch mal darauf, wie sich der Klimawandel auswirkt, auch in Europa. Die globale Erwärmung hat auch in den südlichen Mittelmeerstaaten erhebliche Konsequenzen. Nach einer Studie aus Belgien wird sich die Gefahr von Naturkatastrophen für junge Menschen, je nach Unglücksereignis, verdoppeln bis versiebenfachen. In Athen gibt es deshalb jetzt Europas erste Hitzebeauftragte, die Klimaveränderungen auch städtebaulich vorbereiten soll. Bilder wie aus einem Weltuntergangsfilm. Zurück blieb nichts als Asche und Kadaver. Nach den verheerenden Waldbränden in Griechenland diesen Sommer. 44 Grad, eine beispiellose Hitzewelle, auch auf der Insel Euböa. Nach dem Feuer kam hier nun die Flut. Im Wettlauf gegen die Zeit bauen diese Waldarbeiter improvisierte Dämme aus toten Bäumen, um das Wasser abzuhalten. Denn nach den Bränden ist der Boden zu trocken, um den Regen aufzunehmen. Schauen Sie, da unten sind die ganzen Häuser. Stellen Sie sich vor, das wäre ungeschützt. Wenn wir hier nicht arbeiten würden, dann würde die Erde und das Wasser ohne weiteres herunterkommen. Wir versuchen das jetzt so gut wie möglich aufzuhalten. Sonst würde das alles als Sturzbach im Ort unten landen. Im Ort unten wächst die Angst vor einer zweiten Katastrophe. Im Sommer ist alles abgebrannt. Das Feuer ist bis zum Meer gekommen, bis zu unseren Häusern. Wir sind davongekommen, aber ehe wir uns davon erholt hatten, sind wir beim ersten Regen überschwemmt worden. Die Wälder oben haben nichts zurückgehalten, wie auch. Wir verschanzen uns jetzt, so gut es geht, legen Sandsäcke vor die Türen, damit das Wasser wenigstens nicht reinkommt. Wir leben in Angst. Extremwetterereignisse wie diese, sie werden durch den Klimawandel häufiger, intensiver, auch in Europa. Der Klimawissenschaftler Wim Thierry hat das in einer Studie untersucht. Junge Generationen in Europa werden eine starke Zunahme von Hitzewellen und Dürren erleben. Das hängt zum Beispiel mit den stark steigenden Temperaturen und der Trockenheit im Mittelmeerraum zusammen. In Nordeuropa rechnen wir mit extremen Niederschlägen, die zu sehr, sehr starken Überschwemmungen führen. Junge Generationen in Europa erleben also die Konsequenzen des Klimawandels unmittelbar. Dabei beruhen die Berechnungen der Klimawissenschaftler gar nicht auf einem Worst-Case-Szenario, sondern einem moderaten Temperaturanstieg. Ein 2020 geborenes Kind wird im Vergleich zu einer Person, die 1960 geboren wurde, doppelt so viele Waldbrände, dreimal so viele Ernteausfälle, dreimal so häufig Überflutungen und 7-mal so viele Hitzewellen erleben. Doch was lässt sich dagegen tun? Erstens müssen wir das Problem an der Wurzel packen, unsere Emissionen so schnell wie möglich auf Null senken. Zweitens müssen wir uns leider auf diese neue Realität der zunehmenden Extremwetterereignisse einstellen und anpassen. Anpassung ist auch hier in Athen notwendig. Bereits jetzt sind die Sommer extrem heiß. Doch in der Region werden die Temperaturen in den kommenden Jahren noch stärker ansteigen als im internationalen Durchschnitt. Deswegen gibt es hier seit Juli die erste Hitzebeauftragte Europas, Eleni Mirivili. Sie soll die Stadt auf diese neue Realität vorbereiten. Die Hitze würde immer noch unterschätzt, sagt sie.
Die meisten Menschen halten Hitze nicht für eine ernsthafte Gefahr. Nur sehr wenige wissen, dass Hitze von allen extremen Wetterphänomenen dasjenige ist, das am meisten Menschen tötet. Deshalb nennen wir sie auch den stillen Killer. Damit dieser leise Killer in Zukunft eine kleinere Bedrohung wird, muss die komplette Stadt umgedacht werden. In Modellen hat Eleni Mirivili es schon durchgespielt. Auf dieser Straße sollen doppelt so viele Bäume stehen. Der Boden soll wasserdurchlässig sein und es soll keine Autos mehr geben. Wir müssen die Stadt so verändern, dass die gesamte Stadtoberfläche die Temperaturen senkt. Dafür müssen wir viel mehr Natur, mehr Bäume und Grün integrieren. Und wir müssen mehr Wasser an die Oberfläche bringen, an Orte, die trockene Hitze haben. Wir müssen Technologien und Baumaterialien nutzen, um die Temperaturen niedrig zu halten. Während dem Süden Hitze und Trockenheit zu schaffen machen, kämpft der Norden Europas vor allem mit Überschwemmungen. Die Niederschläge steigen durch den Klimawandel. Dort hat man deshalb begonnen, die Häuser anders zu bauen, auf dem Wasser. Diesen Weg geht man auch schon länger in den Niederlanden, die zu rund einem Viertel unter dem Wasserspiegel liegen und von jedem klimabedingten Anstieg des Meeresspiegels bedroht werden. Die schwimmenden Häuser stehen auf einem schwimmfähigen Hohlkörper. Sie beginnen zu schwimmen, wenn das Hochwasser kommt, oder sie sind auf der Seeseite eines Deichs gebaut und liegen auf dem Wasser. Alle Leitungen in den Häusern sind auf die Höhenunterschiede ausgelegt. Waldbrände, Hitzewellen, Überflutung. Die Klimakrise ist da. Und sie hat Folgen für ganz Europa. Auf der Klimakonferenz in Glasgow haben sich die mehr als 200 Teilnehmerstaaten auf eine gemeinsame Abschlusserklärung geeinigt. Das Treffen war bereits in die Verlängerung gegangen. Am Abend verkündete die Präsidentschaft einen Kompromiss beim umstrittenen Thema Kohleausstieg. Kontroversen hatte es auch beim Thema Klimahilfen für ärmere Staaten gegeben. Über die Abschlusserklärung der Klimakonferenz in Glasgow spreche ich jetzt mit Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion. Es gibt also eine Einigung. Wie genau sieht sie denn aus? Oh, sie ist sehr umfassend und vielfältig. Tatsächlich ist beim Thema Kohle am Ende es noch mal zu einem richtigen Showdown gekommen. Es ist die erste Erklärung, in der Kohle, auch Öl und Gas, die Subventionen dafür, in einer Abschlusserklärung wirklich als Ursache des Problems benannt worden sind. Bislang hat man viel über Klimawandel geschrieben, man hat aber nie in einer solchen Erklärung genau gesagt, woran es liegt. Es liegt an der Verbrennung fossiler Rohstoffe, die Natur in Jahrmillionen eingelagert hat, die wir in wenigen Jahrzehnten rauslassen. Das ist zum ersten Mal in einer solchen Erklärung reflektiert. Der Showdown am Ende war mit Indien, mit Unterstützung von China allerdings. Indien wollte, dass da nicht steht, dass man das Auslaufen der Kohle als Ziel hat bei seinen Bemühungen, sondern das Herunterfahren von Kohle. Und das ist am Ende so gekommen, dass die anderen Staaten dem zugestimmt haben, um des Kompromisses willen und um das Wort Kohle in einer Erklärung endlich mal stehen zu haben. Wurde auf den letzten Metern also nur um die Kohle gerungen oder gab es auch andere Punkte? Also es ging um die Kohle auf den letzten Metern. Das war in der Tat das Problem. Es hat auch viel damit zu tun, dass der britische Premier Boris Johnson ja diesen Gipfel von Anfang an zum Anfang der Ende für die des Endes für die Kohle machen wollte. Das war sein Satz und der sollte natürlich hier auch verwirklicht werden. Aber auch die Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat hier gleich im Anschluss gesagt, das ist für sie historisch, dass hier der Kohleausstieg sozusagen weltweit thematisiert. Es ist ein politischer Appell. Es ist kein Beschluss, der die Staaten zwingt, jetzt sofort aus Kohle auszusteigen. Es ist ein Appell, schneller als bisher vorgesehen, diese Energieform speziell zu beenden und auch die Subventionen für Öl und Gas herunterzufahren. Es gab Streit auch um andere Punkte. Natürlich, es gab Streit um die Frage, kann man hier direkt Bezug nehmen auf das 1,5-Grad-Limit, damit die Anstrengungen verstärkt werden müssen. China wollte lange, dass man die eher blumige Formulierung wählt, gut unter 2 Grad. Das ist deutlich schwächer. Das konnte aber abgebogen werden. Es ist nach wie vor eine Referenz drin auf dieses 1,5-Grad-Limit und auch der Satz, dass alle zugestehen, dass das bedeutet, dass man bis 2030
eigentlich die Emissionen an Kohlendioxid um 45% reduzieren muss. Das ist weit von dem entfernt, was tatsächlich getan wird. Aber hier ist das festgehalten und es wird in den nächsten Jahren erhebliche politische Wirkung entfalten können. Klimaschützer haben ja schon kritisiert, dass die reichen Länder, also USA, EU und Großbritannien, die ärmeren Länder im Stich lassen würden. Ist diese Kritik berechtigt? Ja, sie ist berechtigt und die Entwicklungsländer haben auch nur zähneknirschend zugestimmt. Das ist in vielen Statements deutlich geworden. Zum einen haben die reichen Länder ja versprochen, dass schon ab 2020 $100 Milliarden pro Jahr mobilisiert werden für den Klimaschutz in ärmeren Staaten und die Anpassung. Das ist nicht erfüllt worden und deswegen gab es ziemlich viele Probleme auch. Außerdem ist der zweite Punkt, dass man keinen klaren Beschluss gefasst hat, wie es nach 2025 mit den Hilfen weitergeht. Die werden aufgestockt wohl, aber es ist jetzt noch nicht beschlossen. Und das dritte ist, die Entwicklungsländer wollten vor allen Dingen hier einen dicken Fuß in die Tür haben bei dem Thema Schäden und Verluste. Wir haben das im Ahrtal jetzt zum Beispiel erlebt. 23 Milliarden kostet das dort, was an Schäden entstanden ist. Viele kleine Staaten sind masslos überfordert mit den Desasterschäden, den Unwetterschäden. Und sie wollen, dass die Verursacher des Treibhauses, des Klimawandels, die reichen Staaten, dafür mit in die Pflicht genommen werden. Aber dagegen wehren sie sich. Dass nicht nur die Amerikaner, auch die Europäer wollen da keine zusätzliche Kasse aufmachen. Man hat jetzt nur einen ganz kleinen Einstieg in dieses Thema gefunden. Und das war für die Entwicklungsländer sehr frustrierend. Wie beurteilen Sie denn die Rolle Deutschlands bei der Konferenz? Also Deutschland spielt traditionell bei Klimakonferenzen eine große Rolle, hat auch hier engagiert verhandelt, da bin ich mir sehr sicher, weil die Verhandler wichtige Menschen sind und die schon lange in diesem Geschäft sind und sehr erfahren und gute Kontakte haben. Deutschland verhandelt nicht alleine, es verhandelt im Rahmen der EU. Da spielt man auch ein bisschen Ping-Pong und arbeitet mit unterschiedlichen Partnern zusammen. Aber ich würde schon denken, dass Deutschland hier eine wichtige Rolle gespielt hat, auch mit der deutschen Politik. Wir haben ein Klimaschutzgesetz, das 65% weniger CO2 bis 2030 vorsieht. Und das ist ein ziemliches Pfund. Das hat nämlich international so niemand. Also auch da, denke ich, ist die deutsche Rolle schon gut gewesen. Ob sie so führend war wie bei früheren Konferenzen, das kann man vielleicht in Frage stellen, aber sie war eine führende. Jetzt, wo die Abschlusserklärung feststeht und auch unterzeichnet ist oder zeitnah unterzeichnet wird, wer prüft denn jetzt die Einhaltung dieser Appelle? Gibt es da irgendwelche Sanktionsmöglichkeiten untereinander? Wie ist die Praxis dann? Also für das Paris-Abkommen und die nationalen Selbstverpflichtungen, die die Staaten da hinterlegen, gibt es jetzt ein Rulebook, ein Regelwerk. Also da kann man das machen, ja, in der Tat. Und auch das ist neu, das ist hier zustande gekommen. Noch haben ein Viertel der Staaten gar keine erneuten nationalen Selbstverpflichtungen eingereicht. Die werden aber jetzt auch aufgefordert, das bis nächstes Jahr zu tun. Die ungenügende Ziele formuliert haben, das geht vor allen Dingen Richtung China und Indien, die werden nächstes Jahr auch nachbessern müssen. Auch das ein Ergebnis von Glasgow und ein sehr drastischer Appell. In 5 Jahren werden alle sowieso nachbessern müssen. Also da ist das Regelwerk und die Messbarkeit und die Überprüfbarkeit da. Bei allem anderen, bei den langfristigen Zielen, also wir werden alle klimaneutral Mitte des Jahrhunderts, bei all den Initiativen, Methanausstieg, Ausstieg aus Kohle, also der freiwilligen Vereinbarung darüber zwischen Staaten und vielen anderen, da ist die Überprüfbarkeit viel weniger gegeben. Alles, was unter Paris stattfindet, was wirklich hier hinterlegt ist, das ist überprüfbar. Wäre es also vermessen zu behaupten, dass die Ergebnisse von Glasgow aufgrund des Appellcharakters nur ein zahnloser Papiertiger sind? Oder ist da schon ein bisschen mehr dabei? Ja, das ist mehr. Das ist deutlich mehr, weil diese Konferenzen über die Zeit eine enorme Wirkung entfaltet haben. Das wird auch Glasgow tun. Es ist nur ein Appell, es ist zu teilen nur ein politischer Beschluss. Aber seit Paris ist die Entwicklung eindeutig. Es geht raus aus der Kohle, egal wie das in Worte gefasst wird, und Richtung Klimaneutralität. Und das gibt sehr klare Signale an die Wirtschaft. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass das ab hier auch wahrscheinlich nicht mehr umdrehbar sein wird. Und die Wirtschaft damit das klare Signal hat, mit Kohlekraftwerken kann man nicht mehr kalkulieren. Das ist wirtschaftlich auch gar nicht mehr sinnvoll, weil die Laufzeiten zu kurz sein werden.
Und das kann sehr viel Macht entfalten. Auch Finanzinstitute haben hier gesagt, das sind für uns stranded assets, also verlorene Investitionen, die wir dann da machen würden. Und in Zukunft werden die sicher sehr viel stärker auf erneuerbare Energien setzen. Da liegen eben die Geschäftsmodelle der Zukunft. Da ist eine Umorientierung in der Wirtschaft. Und das ist, glaube ich, ganz zentral, weil in dem Moment, wo die Wirtschaft stark mitzieht, wird es für die Politik viel leichter, auch vor Ort umzusetzen, was sie da hier beschlossen haben, hier und in anderen Konferenzen vorher. Also ich würde eher den großen Zug sehen und die große Entwicklung als das Ergebnis nur dieser Konferenz. Im Rahmen des journalistisch Möglichen klingen Sie relativ euphorisch, wenn ich das so sagen darf. Hat denn die internationale Staatengemeinschaft diese womöglich letzte Chance zur Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles effizient genutzt? Nein, das hat sie nicht. Also wenn man das misst an den Erfordernissen der Wissenschaft draußen, dann ist das völlig ungenügend. Es wird im allergünstigsten Fall, haben Analysten berechnet, irgendwie bei 1,8 Grad wohl enden können nach derzeitigen Daten. Viel wahrscheinlicher ist es, dass es deutlich über 2 Grad sind. Noch wird ja nachgeschärft werden in den nächsten Jahren. Also man darf da noch ein bisschen Hoffnung haben. Aber 1,5 ist nicht in Reichweite. Das würde ich auch sagen. Euphorisch würde ich das nicht bezeichnen, aber in einer Hinsicht optimistisch, nämlich, dass sich das Tempo beim Klimaschutz wahrscheinlich in den nächsten Jahren deutlich beschleunigen wird. Und das ist die gute Botschaft von hier. Wie gesagt, misst man es an den Erfordernissen, die Wissenschaft formuliert, an den Forderungen der Demonstranten draußen, dann ist jede Klimakonferenz eine gescheiterte. Sie kann die Erwartungen gar nicht erfüllen, weil hier 197 Staaten einstimmig, also ohne Widerspruch zumindest, etwas beschließen müssen. Drastischen Klimaschutz können nur die zu Hause machen, die das wirklich wollen. Und da müssen Demonstranten auf die Straßen gehen. Da kann man sehr viel bewegen. Das könnte ein schöner Schlusssatz sein, wenn ich nicht noch eine Frage hätte. Sie sind ja vor Ort. Gerne. Wie ist denn jetzt die Stimmung unter den Delegationen nach all dem harten Ringen, nach dem Gegeneinander, jetzt dann doch das Miteinander? Gibt es eine Art Geist von Glasgow? Es gibt immer einen Geist nach der Klimakonferenz. Das hat sich auch so ausgedrückt, dass Alok Sharma, der Konferenzpräsident, hier wirklich buchstäblich Tränen in den Augen hatte. Das fasst die Menschen schon an. Die sind hier, die Unterhändler und Delegierten, die sind hier 2 Wochen lang gewesen, haben teilweise sehr wenig geschlafen und haben versucht, etwas zustande zu bringen, was, wie gesagt, eigentlich unmöglich ist, nämlich 197 legitime Interessen von Staaten doch unter ein Dach zu bringen und dabei noch einen Fortschritt, wenn auch einen kleinen, zu erreichen. Und das fasst sie schon an. Insofern ist das immer eine extrem große Erleichterung, die man da spürt. Auch eine gewisse Freude. Wenn die nach Hause fahren, wird sie alle der Blues überfallen und sie merken wieder, ja, gemessen an den Erfordernissen draußen reicht das alles nicht. Aber sie wissen vermutlich, dass sie getan haben, was sie tun konnten. Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion. Vielen Dank für Ihre Einschätzung zur Abschlusserklärung der Klimakonferenz in Glasgow. Gerne. Soweit unsere Extraausgabe zur Einigung auf dem Klimagipfel in Glasgow. Die mehr als 200 Teilnehmerstaaten haben in ihrer Erklärung das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, deutlicher als im Pariser Klimaabkommen formuliert. Auch die Emissionsziele wurden nachgeschärft. Erstmals wurde außerdem ein Passus zum Kohleausstieg aufgenommen, auch wenn er von Indien und China abgeschwächt wurde. Beobachter sprechen von Fortschritten. UN-Generalsekretär Guterres sagte vor wenigen Minuten, diese Fortschritte reichten noch nicht aus, um die Gefahr einer Klimakrise abzuwenden. Mehr zur Einigung auf dem Weltklimagipfel, weitere Reaktionen und Analysen sehen Sie in den Tagesthemen um 23.15 Uhr im Ersten und gegen 0 Uhr auf Tagesschau 24. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.